Hallo, willkommen zurück. Hier ist der Spielhorst. Wir spielen heute wieder ganz gemütlich eine Folge World of Warcraft Shadowlands. In dieser Folge möchte ich einfach ein bisschen PvP spielen, ein paar Schlachtfelder absolvieren, schauen, wie das läuft. Und dann sind wir vielleicht schon Level 50. Wenn ihr wollt, lasst mir doch ein Abo da, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Ja, wie ihr seht, bekomme ich jetzt nach dem Einloggen direkt schon die Möglichkeit, die Quest zu beginnen, für die Schattenlande. Ich klicke das aber mit Absicht mal weg. Ja, nehmen wir die Forderung trotzdem an. Wir wollen ja Schlachtfelder machen, oder? Spieler gegen Spieler, zufällige Schlachtfelder, epische Schlachtfelder. Arena-Geplänkel nicht, nein. Und dafür skillen wir jetzt erstmal um. Und zwar legen wir die Spezialisierung auf Wiederherstellung fest, weil wir gehen ja dann als Heiler rein, oder? Ihr fliegt, dann geht das nicht im Fliegen, jetzt geht das. So, jetzt sind wir Heiler. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Talente verteilen. Pflege. Für jeden aktiven Verjüngungseffekt. Nee, ich glaube, wir nehmen Pflege. Das kostet ein bisschen was. Heilt. Ja, nehmen wir das mal. Da ist es. Dann haben wir Tigerspurt. Erneuerung, also Selbstheilung oder wilde Attacke. Ich denke, wir nehmen Erneuerung, Selbstheilung. Gleichgewicht, Wildaffinität, Wächteraffinität, ja. Mächtiger Hieb, Herz der Wildnis, Massenumschlingung. Vier Sekunden Betäubung. Sekunden bewegungsunfähig. Ja, nehmen wir Mastenumschlingung. Dann haben wir Seele des Waldes. So ein Baum ist natürlich schön, aber ich denke, wir nehmen Seele des Waldes. Innerer Friede, Frühlingsblühen. Ja, dann nehmen wir Wachstum. Das ist ja für jeden, für jedes Ziel. So, jetzt schauen wir noch mal im Zauberbuch. Anstachelndes Gebrüll haben wir nach wie vor. Besänftigen, ja, haben wir auch noch. Baumrinde brauchen wir auch noch. Ja, Eisenfeld brauchen wir nicht. Knurren, Mondfeuer haben wir. Nachwachsen haben wir. Schleichen, Schreddern. Haben wir, Spurt haben wir, überwintern. Ja, das nehmen wir hier mal dazu. Schlafen, Wiedergeburt, wilder Biss, ja, Wirbelsturm. Das nehmen wir hier mit dazu.
Wucherwurzeln haben wir, das brauchen wir nicht. Fluggestalt haben wir, Wassergestalt, ja. So, Wiederherstellung. Anregen, ganz wichtiges Talent. Blühendes Leben, wichtiges Talent. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier auf der Leiste klarkomme. Das kann nur auf einem Ziel gleichzeitig sein. Eisenborke, okay. Haut des Ziels wird hart wie Stein, das nehmen wir hier rauf. Erblühen. Boah, wie viele sind das denn hier? Erneuerung haben wir, erschütterndes. Gelassenheit brauchen wir auch. Heilung der Natur. Das muss hier dazu. Massenumschlingung haben wir. Das müsste aber hier vorne irgendwie. Das müssten wir hier mit rein. Nehmen wir das doch mal darauf. Dann nehmen wir das hier rüber. Pflege haben wir, rasche Heilung haben wir, rasende Regeneration, Bärengestalt, revitalisieren. Okay, das ist sowas wie der Gruppenbrett, Sonnenfeuer, Schaden. Okay, das heißt, das nehmen wir mal hier mit rein. Musso als Vortex, Verjüngung, das haben wir alles. Wildwuchs haben wir. Ja. So, jetzt lass mal schauen, was ist das nochmal? Das ist auch eine Minute ab, das ist ein krasser Zauber. So, auf jeden Fall brauchen wir noch PvP-Talente. Das wäre was. Das auf jeden Fall. Nahkampfangreifer werden bewegungsunfähig gemacht. Und zwar bei Eisenborke. Dornen. Nee. Starke Winde. Nee. Wenn ihr sechs Verbündete mit blühendes Leben heilt. Innerhalb von 30 Metern, okay. Und dann sagt das Talent. Dann bekommt mir einen Effekt. Und der nächste Wildwuchs. Das ist ja gleich der gleiche Zauber. Belegt alle Ziele mit einer. Na, weiß ich nicht. Der Wildnis. Buff. Boah, ja, dann nehmen wir das noch. Reaktives Herz.
dann nehmen wir das noch, blühendes Leben. So. Dann muss ich jetzt trotzdem mal einen Cut machen, weil wir brauchen das Add-on Decursive. Ich würde mir gerne Decursive runterladen. Das mache ich gleich mal. So Leute, willkommen zurück. Ihr seht hier oben, ich habe Decursive geladen. Alt-Rechtsklick macht was, okay. Steuerung Linksklick, Prioritäten. Shift Linksklick, Ignorialliste. Shift Rechtsklick, Hauptleiste. Okay, dann ist das hier die Decursive-Liste. Und wo zeigen wir die an? Ich würde sagen, die nehmen wir mal hier hin. Wir können die ja dann immer verschieben, oder? Prioritätenliste, Ignore-Liste, X. Ah. Shift-Rechtsklick ist sie wieder da. So, ich bin gespannt. Schauen wir doch einfach mal. Wir gehen einfach mal rein. Spieler gegen Spieler. Da gibt es eine Kiste und 10.000 XP. Eine Rolle auswählen, Heiler. Schauen wir doch mal, wie lange das jetzt dauert. Ehre. 141 schon, okay. Wartezeit 7 Minuten. Boah. Leute, in der Zwischenzeit kann ich es euch verraten. Guckt mal hier. Ich habe nur noch 774 Gold, weil ich habe mir das schöne Fliegen gekauft. Seht ihr, wie schnell der jetzt ist? Wisst ihr, wie schnell der vorher war? Vorher war der echt langsam. Aber jetzt 300%. Höchste Geschwindigkeit. Ich finde es halt mit der Reisegestalt ganz gut. Wir haben hier noch diverse andere Flugtiere. Ja, zum Beispiel so einen hier, Alas Asche. Habe ich früher auch sehr lange gefarmt für. Der Vogel. Oder diverse, ja, was. Ja, so ein Schiff hier, so ein Zeppelin. Oder was gibt's da noch? Gibt es da noch irgendwie was Schönes? Sowas haben wir noch. So ein Würn, oder? Oder das haben wir auch noch. Die Goldwolkenschlange. So eine Wolkenschlange. Dann Himmelsgolem natürlich. Auch schön. Was haben wir noch? Die Flugwolke haben wir noch. Die habe ich mir auch gefarmt damals. Einfach so ein Besen, auf dem man fliegen kann. Ja, Sandsteindrache ist eigentlich. Ja. Normaler Drache zum Fliegen. Windreiter, Frostwolf. Der Vernichter, ist das ein Flugtier? Das weiß ich gar nicht. Nee, das ist nur ein Landtier. Oder so ein Zwielichtdrache. Und ja, da gibt es schon ein paar Sachen, die ich mir damals gefarmt habe. Ist natürlich lang noch nicht alles, was jetzt im Spiel in World of Warcraft gibt. Und mit Shadowlands sind sicher auch wieder andere dazugekommen, andere Tiere. Ich finde es halt cool, hier mich einfach hier mir nichts in die Fluggestalt zu verwandeln. Da muss ich nicht irgendwie 3 Sekunden oder 2 Sekunden erstmal aufsitzen, bevor es losgeht. Sondern da ist man direkt verwandelt und es geht direkt los. So, ich schau mal, wann wir hier drankommen im Schlachtfeld. Ich schalte euch dazu, wenn es losgeht. So Leute, ihr seht's. Zufälliges Schlachtfeld ist gerade aufgegangen. Ich betrete. Schauen wir mal, was passiert. Also ich kann jetzt für nichts garantieren. Ich kenne das Schlachtfeld vermutlich überhaupt noch gar nicht. Und nee, also. Puh, ja gut, ich schreibe erstmal hier. Moin, ich bin neu. Wohin müssen wir?
Und wie kann ich unterstützen? Als Heiler unterstützen. Das sind alles 49er. Oh ja, Mana-Brötchen. Nehme ich mir zweimal mit. Lasst mich euch anschauen. Ha! Jämmerlich. Für dunkle Waldläufer hat es wohl nicht gereicht. Leute healen. Ja, super. Genügen. Wir müssen die Esteine abbautzen. Okay. Guck, wo die Leute sich hinsortieren. Okay. Alles klaro. Sagt der Exotix Vesco von Blackhand. Dann halte ich mich doch mal an ihm hier direkt. Sichert sie im Namen der dunklen Fürstin. Euer Auftrag hier ist einfach. Sammelt so viel Azerit ein, wie ihr könnt. Okay, Azerit einsammeln. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwer zu verstehen. Darum, ja, aber müssen wir jetzt da runterspringen oder was? Sammelt es ein für unseren Kriegshäuptling. Und wenn euch die Allianz in die Quere kommt, übersät den Strand mit ihren Leichen. Bewegung! Wo ist der jetzt? Ja, keine Ahnung, wo der ist. Der ist schon wieder weg, dem, wo ich da ein Ziel hatte. Aber da sind schon ein paar, die da. Oh ja. Jawohl, einen Sieg haben wir schon. Aber hier bei mir in der. Da ist niemand, der verletzt ist. Bei mir in der Nähe ist niemand, der verletzt ist. Gut, da oben ist was los. Oh, da ist einer ganz schwer verletzt. Leute, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich hin muss und was ich tun soll. Ich komme denen auch gar nicht nach hier. Mit meinem kleinen Mount. Oh, jetzt die Cursen. Der ist bei mir in der Nähe. Jo, den haben wir mal vollgeheilt hier. Wo gehen die jetzt hin? Oh shit. Und weg damit. Ja, das ist eigentlich ganz verkehrt, was wir jetzt hier machen. Folgt eurer Karte und sichert diese Vorkommen. Schnappt euch, was ihr braucht. Aber vergesst nicht den Auftrag der Banshee-Königin. Yeah.
So, also ich tue hier einfach, was ich kann. Ich heile einfach sinnlos durch die Gegend. Die Curse hier und da mal ein bisschen was, aber so richtig, weiß ich nicht. Wir bauen hier das Azerit ab, aber was es bringt, ist die Frage. Was es bringt, ist die Frage. Von da oben wird bombardiert. Oh, der wird übel angenommen gerade. Komm, bleib doch bei mir, hey. Nachschub ist auf dem Weg. Seht besser zu, dass die Allianz ihn nicht in die Finger kriegt. Okay, wir sind hier am Verlieren, wenn ich das richtig sehe. Oh, jetzt haben sie mich auch getötet, okay. Jetzt gucken wir doch mal hier. Ehrenhafte Siege. Oh. Da unten irgendwo. Schaden. Letzter. Gewirkte Heilung. Erster. Okay. Gut, dann mache ich irgendwas falsch, vermutlich. Macht das? Oh, das ist okay. Wir haben es gleich. Lasst jetzt nicht nach. Mehr Azerit. Ja. Hey, wieso kann ich den nicht schlafen wegen hier? Ja, du Trottel, hey. Jetzt hilf mir doch, Mann. Hey, was für Trottel sind das, hey? Okay, ich hab geheilt. Hat nur nichts gebracht, oder? Ja, ist das hier? Ist ein Krieger? Okay. Ja, und jetzt? Oh shit, der ist da vorne auch schon wieder am Sack. Schnappt euch, was ihr braucht. Aber vergesst nicht den Auftrag der Banshee-Königin. Oh shit. Shit, den kriege ich auch nicht mehr. Warum kriege ich die alle nicht? Ja, da bin ich natürlich, wenn da 6 auf mich kommen.
Horde verliert immer alles gut. Weil keiner heilt. Erster in der Heilung. Sie aus. 88.000, also mehr als doppelt so viel wie der zweitplatzierte. Und haben wir jetzt irgendwas bekommen dafür? Nee. Oder? Fake. Okay, wenn der meint Fake, Ehre bekommen. Ich melde mich nochmal an, weil da stand doch 10.000 EP. Und ich bin jetzt hier bei dem Pfeil und schaue gleich nochmal nach. Spezifisch. Auch 10.000. Komm, ich mach mal ein Arena-Geplänkel. Das sollte ja schnell gehen, oder? So, aber jetzt wollte ich eins machen. Jetzt wollte ich hier nämlich ein Feuer bauen. Und mal gucken, ob ich jetzt was kochen kann mit meinem... Nee. Überhaupt nichts. Nee. Alchemie, können wir da was herstellen? Oh, da fehlt das Silberblatt. Nee. Komisch, mir fehlen die Rezepte. Aschenblüte, nee, aber dafür habe ich doch so viel Zeug. Ja, Leinen, Flussknospe. Steak, Keule. Ich glaube, ich muss das nochmal irgendwie in Zandala probieren, da oben. Zuldasar, Zandala irgendwie. Ich guck mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Das können wir jetzt in der Zwischenzeit mitmachen. Das ist Shadowlands. Ne, da wollen wir nicht hin. Aufruf an die Verbündeten. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen PvP spielen, wenn ich ehrlich bin, auf der Stufe 49. Arena ist bereit. Schauen wir mal. Wen haben wir da? Ein Pandaren-Mönch, okay. Ich tarne mich einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Was erzählt er hier? Heute, wenn der Lärm der Schlacht erklingt, werden zuhören. Und die Gefallenen werden ihn folgen ins Jenseits. Wir sind hier drei, ein Dreier-Arena. Außer Reichweite. Gewährt ihm einen ehrenhaften Tod. Yeah.
Okay. Heilung. Ja, Schaden. Okay. Das war jetzt ganz schön Opfer hier. Aber ja, wie gesagt, ich habe das auch noch nie so weit gemacht. So, ich wollte jetzt mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie nach Zandala rüberkommen, aber vermutlich nicht. Aber es kann sein, dass es ein bisschen Erfahrung gab. Wir machen jetzt mal ein episches Schlachtfeld. Da haben wir sie alle mal durch hier, die PvP-Sachen, oder? Und ich frage hier mal. Ich frage jetzt mal, weiß jemand, wie ich von hier nach Zandala komme? Komm, ich heile dich auch dafür. Komm mit, sagt der Shurike. Wo ist der jetzt hin? Hä, der ist auf einmal weg. Ah, Asuna? Zuldasa. Ah, okay. Super. Ich bin Das ist unter aber neu, der Raum hier. Umschlagen. Der muss neu sein. Ah, und jetzt sind wir hier direkt beim König oben. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, lieber Shurikan. An dieser Stelle. Weil hier haben wir doch auch noch. Irgendwas haben wir doch. Ne, zurück wollen wir nicht. Hier haben wir doch irgendeine andere Quest noch. Wo war das denn jetzt? Stimmt, ich wollte hier lernen, wie man Alchemie. Das muss da unten irgendwo sein. Tiefer Fall, auch fürs Kätzchen. Sind wir da schon richtig? Nee. Noch eins nach unten. Hey Mann. Bitte unterrichten. Sehr gut. So, das kann ich noch nicht. So, und jetzt schauen wir gleich mal. Dann machen wir heute einfach mal ein bisschen PvP und ein paar Berufe, ja. Da guckt ihr das an. Da können wir auf jeden Fall schon Heiltränke bauen und Mana-Tränke. Flussknospen, Sirenenpollen. Komm, machen wir das einfach. Wir haben es doch. Wir haben es doch. Und guck mal, da skillt sich auch die Fähigkeit schön hoch. So, und jetzt würde ich sagen, mach mal. Oh, nein. Machen wir gleich mal. Wie hoch ist die Fähigkeit? 6. Machen wir mal 10 Heiltränke. Ich glaube, das nächste, was der ausbildet, ist ab 30, oder? 25. So sei's. Oh, und damit können wir auch Verjüngungstränke machen mit Heiltränken und Mana-Tränken. Aber komm, machen wir erstmal bis 25 jetzt.
Und was haben wir hier? Edenertrank, Sturmwinde, Geisterelixier. Nee. Zwanzig sind wir. Vierundzwanzig, 25 jetzt. Okay, jetzt gucken wir mal, was er noch im Angebot hat. Kann auf jeden Fall Fiolen verkaufen. Und wir lernen das natürlich jetzt alles, was der hier anbietet. Geht mit Gianni zum Glück. Und jetzt haben wir da noch einen Meeresnebeltrank, okay. Trank der Leichtfüßigkeit und Trank der Verhüllung. Lernen wir den nochmal. Genau, die machen wir auch alle beide. Oh, und Schmuckstücke können wir auch. Aber da braucht man eine Reagenz. Bis Rang 40 gesperrt. Gut, da weißt du Bescheid. Ja, da kommen dann mal die vier hier noch. Dann sind wir eh durch, oder? Wir immerhin mal auf 33, 34, ja, 35, passt doch. Die können wir da gleich wieder verkaufen, würde ich sagen. Das Zeug alles weg. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir mal einen Lehrer für Kochkunst. Angeln hatten wir schon. Alchemie, Kräuterkunde, ja. Was hat euer Kochkunst für einen Zweck? Lasst euch nicht kalt erwischen. Das ist da hinten oben. Okay, ich glaube, da müssen wir wieder rauf. Aber Leute, was macht denn jetzt das epische Schlachtfeld? 13 Minuten Wartezeit, okay. Das dauert noch ein bisschen. Da können wir noch ein paar Berufe machen. Puh, bin ich da richtig? Ich hab doch keine Ahnung, bei meinem Glück bin ich da wieder falsch. Naja, das zeigt halt nicht, ob. Oder ist das oben oder unten? Oder Mitte? Oder. Da ist nix. Da drin ist, glaub auch nix. Oder? Lass mal kurz reingucken. Ne, da sind doch nur die Portale, oder? Ist da ein Lehrer? Inschrift Kundebedarf. Da nicht. Ist nebenan irgendwas? Ist hier irgendwas? Ja, tatsächlich. Da ist die Kochkunstlehrerin. Das war bereits alles bekannt. Okay. Jetzt ist die Frage, wie ich da. Kochkunst. Großmeerwälze. Mehl, Flussager, Fischöl, Puderzucker, okay. Das sind ja echt zähes Fleisch. Das sind ja echt krasse Anforderungen, die wir haben, was man das Kochen mal skillen will. Meine Waren wurden mit großer Sorgfalt gefertigt. Wollt ihr handeln? Okay. Angebote vergleichen. Chaka sieht alles. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen angeln. So ein paar Wälse können ja nicht schaden. Und wir haben hier gleich einen See und nur einen Fluss. Genau, da unten haben wir es doch gerade. Spring, Kätzchen, spring. Ich meine, wir warten jetzt eh noch aufs Schlachtfeld. Und solange wir da warten, solange können wir auch ein bisschen angeln. Komm, da vorne, das ist doch so eine gute Stelle. Dann können wir schön schwimmen. Dann halten wir da einfach mal rein. Ja, schau dir das an.
Der Spielhorst beim Angeln. So entspannt. Aber ein Wels, wir brauchen doch ein Wels. Und nicht so Rotflossenzeug. Da gleich der nächste. Ich pack das gleich mal in die Tasche rein. Rotflossenschmerde. Ah, extrahiert Fischöl. Am rauschenden Bach. Ein Stück zurück, nicht dass du mir hier noch abstürzt. Da haben wir jetzt, was haben wir gefunden? Teleportiert euch zum nächsten Fischschwarm. Okay. Mal den Bild. So, und jetzt extrahieren wir mal das Fischöl, okay? Das geht tatsächlich. Ein Fischöl für einen Fisch. Mal den kochen. Großmeerwild, ja. Fischöl haben wir dann auch. Puderzucker, Flusskar, wildes Mehl. Nee. Zähes Fleisch, nee. Honig, nee. Auf jeden Fall haben wir schon wieder einen Wels. Ja, wir brauchen die Wälze, das ist klar, glaube ich. Und vielleicht brauchen wir die Schmerle ja für was anderes. Aber langsam, langsam sollten wir doch hier auch mal ins Schlachtfeld kommen. Die 13 Minuten sind gleich abgelaufen. Da sind ein paar blöde Schuhe, die braucht doch kein Mensch. Fünf Wälze hätten wir, das heißt einmal kochen könnten wir. Angeln sind wir gleich schon auf 18, Fähigkeit auf 18 in so kurzer Zeit.
Ja, ich würde sagen, das Schlachtfeld muss jetzt wirklich bald aufgehen. Ist auf jeden Fall eingelistet. Da, 20 die Fähigkeit. Ja, 25 Fisch. Das geht ja jetzt wie das Brezelbacken hier. Hey, das Zeug ist so viel wert, das Graue. 8 Gold, 13 Gold, 8 Gold. Und das Schlachtfeld geht irgendwie immer noch nicht auf, das Epische. Gürtel, wieder 8 Gold. Schuhe, 12 Gold. Ja. Also ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn wir das Zeug verkaufen würden, dann wäre es ja jetzt schon. Lass mich kurz nochmal Gürtel. 8 Gold, 20, 28, 36, 44, 54, ja, knapp 60 Gold. Jetzt in der kurzen Zeit, wo ich aufs Schlachtfeld warte und hier am Angeln bin. Ein paar Großmeerwälze können es noch sein. Weil damit können wir ja kochen. Das müssen wir noch mal sehen. 5 Stück brauche ich da. Und da ist er. Wir müssen einfach uns mehr Großmeerwälze wünschen. Vielleicht kommen sie dann auch. Da ein Schwert. 23 Gold, das graue Schwert. Oh. Jetzt müssen wir kurz, den nehmen wir noch mit. Und jetzt noch mal ein paar Schuhe, wieder für 12 Gold. Wir gehen ins Schlachtfeld, Leute. Das ist doch 1000 Winter, das kenne ich doch. Das ist doch 1000 Winter hier. So, aber was war das jetzt nochmal? Jetzt müssen wir die Festung stürmen, oder? Wir müssen da so Punkte erobern dabei. Gib mir erstmal so einen Kuchen. Ihr müsst Punkte erobern. Again this fucking boring BG, was die auch alle sagen.
Gut, also jetzt natürlich 1, 2, 3, 4. Ja, da sind wir jetzt über 20 Leute hier in dem Schlachtzug, oder? 15, 15, 20, 25, 30, 40er. Es ist ein 40er Schlachtfeld, okay. Zwei Tanks, 9 Heiler. Ja. Gibt's hier noch? Ja, da gibt's noch einen Lutschtrops. Der da. So, und warte mal, wie lange haben wir Zeit? 16. Komm, da ziehen wir das gerade noch da rein. Da können wir nämlich hier auch mithalten mit der Geschwindigkeit. Ah, da geht's nicht weiter. Ich halte mich mal an den Dämonenjäger hier. Der ist auch gerade der Anführer von der Gruppe. Und wo ist der? Wo bist denn du? Ah, der ist davon scheinbar irgendwie schon aus meiner Reichweite. Oder? Wo ist denn der? Da kommen ein paar, gehen da außen lang. Ich gehe da mal mit. Ich gehe hier mal außen rum mit und schau mal, wo die da hin wollen. Dämonjäger, Priester, Heilpriester, Paladin. Oh shit, da sind schon einige. Das ist zu weit entfernt. Oh shit. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja, okay, das sind zu viele. Die kriegen wir da nicht weg. Aber sind wir jetzt wirklich 43 Minuten hier in dem Schlachtfeld oder wie? Das wäre mir echt ein bisschen zu viel. Jetzt nehmen wir hier mal, was ist das? Eine RGGG. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier eine Rakete oder was? Lass mal gucken. Feuert eine Hitzesuche-Rakete. Versucht feindliche Panzer zu verfolgen. Oh. Da kommt die Horde. Die Allies. Da kommen sie auch. Okay, ich gehe mal Richtung. Oh, die sind alle da hinten. Die Zergen alle. Käse und ab die Post wollte ich machen, aber das ist doch nichts zu machen hier. So, jetzt können wir da auch nicht mehr. Jetzt sind wir hier in der Mitte irgendwo. Please one gate. Was will der mit one gate? Wahrscheinlich, dass wir nicht auf der Seite zergen sollen, sondern damit mit Richtung Mitte kommen.
Komm, nehmen wir eine Rakete mit. Da habt ihr das gesehen. Ein bisschen Erfahrung habe ich gerade bekommen. Wir sind jetzt hier direkt am Strich vom Lutschkiesel. Wie viel macht er denn eigentlich? 25% ist jetzt nicht nichts, aber jetzt auch nicht die Welt. Wer läuft da? Der Elite-Soldat. Ich reite jetzt der Priesterin mal hinterher. Oh, da ist ein Ali. Und da oben, okay, da oben tobt die Schlacht, wie man das sieht. Sieht's aus mit der gewirkten Heilung, da bin ich natürlich weit hinten, oder? Schaden, Heilung, oh ja. 13k, das, ah gut. Ist ja jetzt auch nicht alles. Aber ich würde jetzt gerne mal die Rakete abfeuern. Das ist alles Horde. Alle Panzer von der Horde. Die sind alle in dem scheiß Panzer drin, dann heile ich mich die ganze Zeit nur selber. Aber wie kann ich denn jetzt hier die... Was? Stufe 1 erreicht Fähnrich, okay, sehr gut. Tor ist sauer durch. Boah, jetzt nehme ich den aufs Korn. Pass auf. Nee, geht nicht. Jetzt komm. Boah, wie lange braucht er denn zum Feuern, hey? Abgefeuert das Ding. Den können wir heilen, den Kollegen. Ich kann mal auch heilen. Oh shit, die drängen uns aber richtig, richtig krass ab hier gerade. Seht ihr das? Richtig dicke Heilung. Das ist zu weit entfernt. Rakete abgefeuert. Schlägt ein, aber bringt irgendwie gar nichts. Get Base, was er auch immer damit will oder meint oder. Ja, die haben mich jetzt ganz schön. All Safe Base, was der damit auch immer meint. Ja, Get Base, All Safe Base. Das muss er auch mal jemandem erklären, der irgendwie da keine Ahnung von hat.
viel los, da ist sehr viel los. Die drängen uns hier voll zurück. Was seht ihr da? Oh, hab ich ja auch gerade. Nichts zu machen für mich. Unit Heal Workshop. Was der auch immer der mit Workshop meint, ich sehe hier nichts von Workshop auf der Karte. Ich sehe hier Fahrzeugwerkstatt des versunkenen Rings. Oder des zerbrochenen Tempels, aber von einem Workshop sehe ich hier überhaupt nichts. Wo sind die meisten denn? Die meisten sammeln sich jetzt da unten. Sollt ihr doch einfach Klartext mit mir reden, statt so rumzueiern. We need heal at workshop. Aha, weg war er. Ja, aber wo wir hin müssen, das weiß ich immer noch nicht. Da, jetzt wollen die da hoch oder was? Ich habe kein Ziel. Ich weiß nur, ich esse erstmal ein bisschen was. Essen, trinken, schlafen, ja. Dann geht's weiter. Belagerungswerkstatt Ostfunk. Westfunk? Ostfunk, okay. Ostfunk ist die hier unten bei mir. Komm, lass uns Ostfunk. Ja, wo muss ich denn da jetzt hineiern? Ab durchs Wasser. Das Mammut ist auch schneller, oder nicht? Oder bilde ich mir das nur ein? Auf jeden Fall kriege ich hier doch einiges an Erfahrungspunkten. Dabei wollte ich doch nur ein bisschen PvP machen und jetzt nicht leveln. So, ich gehe jetzt hier auch zur Werkstatt. Vielleicht können wir uns da irgendwie ein Auto nehmen oder sowas. Ah, siehst du, ich bin schon Oberleutnant. So, wo kriege ich jetzt hier so ein Ding her, so ein Auto? So eine Rakete will ich nicht. Ich will so einen richtigen Wagen. Muss ich da erst irgendwie einen bauen, oder? 7 von 8 auf der Hortenseite? Komm, bau mir doch so einen Katapult. Ich will einen Belagerer. Ne, macht er nicht. Verwüster. Katapult. Okay, warum kann ich nicht mehr bauen? Willkommen! Beeilt euch! Jetzt Horde 7 von 8, jetzt gib mir eine Belagerungsmaschine. Ja, der baut eine. Guck dir das an, der baut eine. Und jetzt geht's hier nämlich. Jetzt wird hier belagert. Was kann der machen? Ah, der rammt.
Okay, 25 Schaden und an Gebäuden 2000. Das ist jetzt nicht so die Welt. Also 25, aber an Gebäuden ist es die Welt. 2000. Oh, den würde ich natürlich am liebsten heilen, aber geht ja nicht. Gar nichts an dem. Das ist echt Witz, was der hier macht. Ne, hier sind wir echt falsch. Mal weitergehen hier. Falls wir da durchkommen, kommen wir nicht, okay. Ja, guck mal, wie schön ich die da unten ablenken kann. Fünf Sekunden, sechs Sekunden aus dem Kampf. Und getarnt. Wie nicht getarnt. Hä? Wie hat der mich gesehen, obwohl ich getarnt war? Das kann ja nicht sein. Puh. Ziel ist aber klar, oder? Oben rein. Sollte eigentlich klar sein, also ich habe das schon zu Lich King Zeiten gespielt, aber irgendwie... Ja, und wo eiern die jetzt hin? Jetzt eiern die dem wieder hinterher. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen da oben rein. Und wir gehen jetzt mal. Wir erkunden das jetzt mal im Tarnmodus. Da, Werkstatt des zerbrochenen Tempels von der Allianz erobert. Versunkener Ring von der Allianz angegriffen. Überall ist da ist die Allianz. Da ist absolut Allianz. Aber da gibt es auch nichts, wo ich mich irgendwie verstecken könnte als Heiler. Komm, heim mal noch hier ein bisschen. Ah, weg ist er. Oh, jetzt geht's mir hier in den Kragen. Oh Leute, bitte nicht weglaufen.
Dreimal baut's hier. Kann ich nicht decursen. Todesengel, was ist das? 30 ehrenhafte Siege in einem Schlachtfeld, okay. Aber ich mach doch hier gar keine Siege, ich greife doch irgendwie niemanden an, oder? Oh, lauf doch nicht weg. Ich bin doch da und ich versuche doch alles, dich zu heilen. Und dich doch auch. Ich will hier, ich versuche ja alles zu heilen, was ich jetzt auf dem Schirm habe. Auch du kriegst auch mal einen Hut von mir. Und ihr da vorne auch. Wenn ihr in Reichweite seid. Das ist zu weit entfernt. Nee, alle zu weit weg. Die gebe ich einen auf den Weg. Die auch. So, jetzt müsste ich mal kurz aus dem Kampf kommen. Ah, okay, der ist nicht, wenn er getarnt ist. So, jetzt sind wir wieder da oben, oder? Ich tarn mich mal mit Absicht. Was ist mit dir? Warum haust du ab? Bist du schwer verletzt? Nee. Wer ist denn hier schwer verletzt? Bist du schwer verletzt? Nee. Destruction Derby, was ist das denn? Zerstört Fahrzeuge. Nee, der ist im Fahrzeug. Der ist bei mir. Der auch. Der auch. Der nicht. Und nee. Auf Mobs habe ich jetzt keine. Auf NPCs habe ich keine Lust. Den können wir heilen. Ihn auch. Ihn auch. Jetzt lassen wir mal eine Gelassenheit raus. Komm her, Eule, kriegst du einen. Kriegst einen Hot. Kriegst auch einen Hot von mir. Kriegst sogar noch eine Heilung hinterher. Ja, super. Jetzt kommt die da gerade wieder mit ihren scheiß Fahrzeugen raus. Das ist echt nix. Das ist wirklich nichts. Also so hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, aber... Gut, wie sieht's mit der Heilung aus? Okay, Platz 2. Ne, 1, 2, 3, 4. Ne, Schaden war das, gewirkte Heilung. Auf Platz 4. Ist halt ein bisschen Mist, dass du nicht siehst, ob die in der Maschine sitzen oder ob die wirklich heilbar sind. Aber Leute, jetzt sind wir doch oben. Jetzt müssen wir da oben. Oben müssen wir doch jetzt Gas geben und da reinmarschieren. Schreiben wir das doch mal. Reinmarschieren, du. Genau. Ja, komm hier weg. Alle rauf, alle durch. Ah, Mist, ich wollte auf den Vorsprung da. Die hauen alle ab. Die hauen alle ab. Ja, mich überfahren sie halt, oder? Weil ich keine Rüstung oder irgendwie was habe, PvP-mäßig. 143, 73, 2. Boah, der hat 100k mehr.
sollen jetzt da oben reinmarschieren. Horde angegriffen. Komm, jetzt reinmarschieren da. Ich marschiere da jetzt auch rein, und zwar im Tarnmodus. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Nee, klappt nicht. Die ging gleich zu zweit auf mich drauf mit ihrem Mobil da. So, wo sind wir jetzt? Ach nee. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt da am... Okay. Das ist nichts. Ich glaube, das ist verloren. In 5 Minuten wird das nichts mehr. Dass jetzt hier so viele Russen da sind. Also ich habe nichts gegen Russen, aber... Fucking BG und sowas kommt dann nur. Weiß nicht, ob ich mir das hier geben muss. Für ein Spiel, wo ich 13 von 13 Euro im Monat bezahle. So, komm, gib mir auch nochmal ein Fahrzeug. Für die letzten 2 Minuten. Nee, geht nicht. Ist kein Fahrzeugbauer hier. Ja, dann nicht. Gehen echt schnell. Die sterben wie die Fliegen da unten. Na komm. Ah. Kommst du mir nicht hinterher, wa? Nee, an mich kommst du nicht. Dich heile ich hier schon. Dich hab ich. Dich krieg ich nicht, nee. Du bist außer Reichweite jetzt. Sonst habe ich leider keinen von euch in Reichweite hier. Der Klaus, der fährt auch so einen Wagen.
mal anregen auf mich. Oh, da schnell weg. Niederlage, jawohl. Ja, Leute, das war wahrscheinlich das Debakel, sage ich mal, oder? Absolutes Debakel. Aber komm, bleib doch dran. Mach mal noch eine Folge, und zwar normales Schlachtfeld. Aber guck mal, wie viel Erfahrung das gebracht hat. Kommt zufälliges normales Beitreten. Wie lange dauert's? 7 Minuten. Ja, das war jetzt gut. Schlachtfeld, sag ich mal. Jetzt aber gucken wir, jetzt brauchen wir immer noch einen Wels und dann können wir hier mal kochen. So, da ist der Wels. Bauen wir da eine Kochstelle hin. Jetzt machen wir doch so den Wels. Was bringt der denn? Ah, okay. Gut. Gut, haben wir das auch mal gemacht. Gut, den Wels, den können wir verkaufen. Und bringt das was, wenn man Fischöl macht? Nee. Die 7 Minuten, die haben wir doch, oder? Können wir noch ein bisschen angeln? Ist schon auf Skill 32. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ja, das war gerade schon ein bisschen blöd, sag ich mal, jetzt da zwei Verwüster auf dich einprügeln und du bist nur ein Opfer. Und eine Axt. Oh, 23 Gold die Axt. Noch mehr wert wieder als das Schwert. Und wie sieht denn das aus? Ja, unspektakulär. Und die Axt auch. Guckt mal hier oben, der Buff durchs Feuer, Vielseitigkeit um 1 erhöht. Ja, Vielseitigkeit. Noch eine Axt und wir können noch mal Wels kochen.
So, wie lange ist noch? Fast 5 Minuten sind um von 7 Minuten. Mal gucken, die Rüstung, Gegenstandsstufe 47, 46, 44, 47, 56. Okay. Armbrust 30 Gold. Ein Hemd 17 Gold. Boah, Leute, ich würde sagen, wir verkaufen das gleich mal. Gib mir noch genau ein Wild, dann verkaufen wir das Zeug. Komm schon, das wird ein Wild. Ich sag's euch, das wird ein Wild. Da ist er. Jetzt ist das Feuer natürlich weg, aber können wir ein neues bauen? Machen wir noch ein Wild. So, pass auf, jetzt gehen wir aufs Mammut. Was liegt an? Erstmal reparieren. Jetzt gucken wir. Jetzt gucken wir das Gold an. 800 Gold. Kauf nur das Zeug, was wir gerade gefangen haben beim Angeln. Und das Fischöl, ja. ...1022 Gold, das heißt über 200 Gold in der kurzen Zeit gemacht. Nur durch Angeln. Das finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben. Ein bisschen krass oder keine Ahnung, wie ihr dazu sagt, aber... Die Kräuter, die Fische, die verkaufen wir jetzt mal hier. Das sind Quest-Items, das lassen wir mal, das lassen wir auch mal. Ja. Kommt bald wieder. Das heißt, ich gehe nochmal da rein jetzt. Und ich gucke mal, ob es hier vielleicht eine Erste-Hilfe-Lehrer gibt. Aber hier nicht nur ein Flugpunkt oder müssen wir da jetzt reinmarschieren? Ja, komm, da ist eine Ware. Was wollt ihr? Redet schon. Ausbilder. Erste Hilfe hat er nicht. Hat er nicht. Okay, dann gibt es das nicht. Dann nehmen wir mal Archäologie. Das haben wir auch noch nicht gelernt. Das ist auch ein Nebenberuf, Archäologie. Da können wir irgendwie was ausgraben, glaube ich. Das früher mal gemacht, aber das ist auch schon lange, lange her. Ja, gehen wir da mal rauf. Ist das auch da oben drin? Das sieht so aus, als wäre das auch da oben drin. Schauen wir doch mal, ob wir das noch lernen können. Das Schlachtfeld müsste jeden Moment aufgehen. Archäologie, das müsste ja dann da sein. Oh ja, genau. Baladash Melanore. Ja. Machst du gerade noch mal weiter? Was kannst du denn da noch alles lernen? Fachmann. Meister. Großmeister. Archäologie-Großmeister, ja. Zen-Meister. Archäologie von Draenor, von den verheerten Inseln, ja. Von Battle for Azeroth, ja. Jetzt sind wir da. Haltet den Kurs. Archäologie-Meister. Sollen wir ins Buch gucken, was uns das bringt? Berufe? Untersuchen? Okay.
Artefaktfragmente. Untersuchen. Ja, nehmen wir das einfach mal hier unten rein, oder? Und das sollten wir jetzt auf der Karte, sollten wir doch sehen, wo jetzt Archäologiezeug ist. Ja, genau, da unten. Da unten ist eins. Komm, machen wir das doch mal. Fliegen wir einfach mal nach Xibala. Hey, dann haben wir heute einiges gemacht. Dann haben wir heute Berufe gemacht. Dann haben wir PvP gemacht. Sprecht los. Ich hab du, also, auch wenn das jetzt eine längere Folge wird, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach noch und schauen, bis ein Schlachtfeld aufgeht. Und dann machen wir das Schlachtfeld noch und dann haben wir mal einen Cut. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit dem Ausgrabungsstätte und mit dem Untersuchen geht. Ich würde sagen, die Quest, die machen wir mal abbrechen. Die brechen wir auch mal ab. Brechen wir alle mal ab, sage ich euch. Die Flöte brechen wir auch ab. Sklavenmarkt brechen wir auch ab. Das alles in Voldun. Die Blitzbombe ist auch in Voldun. Brechen wir auch ab. Verbündete Völker. Was ist das? Das ist vielleicht Shadowlands. Das lassen wir mal. So, und davon ist Ausgrabungsstätte, oder? Da müssen wir mal gucken, wie das jetzt funktioniert, Leute. Das weiß ich, das habe ich auch seit langer Zeit nicht mehr gemacht. Aber ich mache einfach mal. Ihr könnt das nicht verwenden. Okay. Und wie können wir jetzt hier Archäologie? Gucken wir nochmal ins Buch. Kann die Fähigkeit untersuchen benutzt werden, wodurch eine ungefähre Richtung und Entfernung angezeigt wird. Derzeitige haben wir noch keine Fragmente. Restauriert haben wir auch nicht. Gut, aber jetzt lass mal untersuchen. Ah, guck dir das an. Und wo ist jetzt der nächste? Da vorne, okay. Ah, so war das, ja genau. Jetzt kommt hier, ah, jetzt ist gelb, okay, jetzt ist ungefähr die Richtung. Ah, jetzt immer noch gelb, da müssen wir noch ein Stück. Jetzt ist grün und blinkt, das heißt, jetzt müssen wir ganz nah sein. Jetzt sollten wir es doch gleich, na, noch nicht. Immer noch nicht. Da ist es. Da ist ein Fragment. Okay. Jetzt haben wir eins von 5 oder 6. Und jetzt geht gerade Schlachtfeld auf. Na super. Komm, das kriegen wir doch noch. Wird das noch was? Da vorne. Immer noch da vorne, aber dann ist es dahinter, oder? Noch eins weiter. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange die Einladung jetzt gilt. Da ist es. Schnell, schnell, schnell. Wir haben es. Und ab ins Schlachtfeld. Auge des Sturms, okay. Das sagt mir was. Gut. Wohin und was tun?
Aha, jedenfalls einer fragt, noch nie gespielt. Mix aus Arathi und Warsong. Drei Türme Freewin. Der will, dass ich in die Mitte gehe. Okay. Mitte. Wo ist denn hier nochmal die Mitte jetzt? Ja, vermutlich da gerade in der Mitte. Dann gehen wir in die Mitte. Tank haben wir gar nicht dabei, so als Flaggenträger. Hätte ja sein können. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Leute, ich habe kein Mana mehr. Mir geht das Mana aus hier. Kommt eine Gelassenheit rauf. Ich glaube, jetzt geht hier die Mitte verloren. Ja, gut. Lange durchgehalten, viel geheilt, aber ja, Nummer 1, klar. Aber eigentlich ist es ja mehr Sinn, wenn wir zwei Türme haben. Nee, drei Türme, das wäre eigentlich viel besser, oder? Helptränei, wie sieht's da aus? Das ist da drüben, oder? Aber der ist ja Horde. Der ist ja uns. Der ist der Ali. Ja, das heißt, wir haben nur einen Turm, oder? Ja, keine Ahnung, aber komm, gehen wir einfach hier rein, heilen. Heiler können wir auch mal heilen. Oh, bei dem wird's knapp. Jawohl, komm. Ich will hier hin, das Dings gehen.
Ey, das Mana, das geht so schnell durch, sag ich dir. So schnell durch, das Mana. Wollt ihr jetzt hier zergen oder was soll das jetzt hier? Ich muss näher ran. Ja, in so einem Zerg bezahle ich mich eigentlich selten, weil ich das nicht mag. Was ist mit ihm da? Kriegt auch noch einen Hot. Was ist mit ihm? Kriegt auch einen Hot. Ja, auch. Der kriegt sogar ein bisschen mehr. Er auch. Zu 400, aber keine Ahnung, wie das jetzt mit den... Ja, die Flagge ist uns. Irgendwo gibt es einen Ping. Ich habe keine Ahnung, wo. Leute, bleibt in der Mitte, hey. Junge, was geht denn ab? Ah ne, die wollen da angreifen. Okay, dann bin ich da dabei. Komm, ich will kurz hier essen. 800 zu 500. Leute, wir sind hier, ich würde sagen, oben auf. Komm, gib mir die Schuhe. Oh, das war nicht gut. Das Signal war nicht gut. Leute, ich bin hier der Heiler. Wo wollt ihr hin? Was ist das denn für ein Frosch? Zu 600. Das Ding ist noch nicht gegessen, sage ich euch. Das Ding ist noch nicht gegessen, sage ich euch. Sieht's denn hier unten aus? Ah, shit, das war mein Bock. Den hätte ich doch. Mist. Der ist mir... Der war doch durch, der Heal. Kennt ihr den auch noch von früher? Der war doch durch, der Heal. Ich habe kein Ziel. Der war doch durch, der Heal. Zu 800, naja, das wird nichts. Ja,
Und schon hat sich's genau umgekehrt. Ja, verzockt. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich das hätte besser spielen können. Mitte, aber Mitte waren ja keiner. Die sind ja dann auf den Turm gegangen, oder? Statt Mitte. Oh Leute, guckt mal. Ich bin fast Level ab. Shit, den kriege ich nicht mehr. Haben die mit mir Mana gesaugt oder was? Ja, komm weg hier. Ganz knappes Ding, ist ein ganz knappes Ding jetzt. Ich brauche Mana. Ich brauche wirklich Mana. Aber die haben die Flagge, oder? Ja, die machen uns jetzt. Nee. Komm, gib mir ein klein wenig Mana. Komm schon, nimm doch das Ding einer. Genau du. Ich muss näher ran. An so einem Zerg beteilige ich mich echt sehr, sehr ungern. Sieht mal, was es bringt. Nicht viel, oder? Ja, da zu dritt oder zu viert oder zu fünft jagen die da ein. Das ist zu weit entfernt. Es gibt doch einfach die blöde Flagge ab, hey. Da hinten wird gepinkt. Da oben wird gezerrt. Und was machen wir jetzt? Ja, abgegeben. Okay, komm, nimm die nächste Flagge, jemand. Ja, was ist jetzt mit der Flagge? Will die keiner mehr, oder? Okay, dann. Ich dachte, die kommt jetzt aber. Oh shit. Nee, da kommt keine Flagge. Gib doch die Flagge irgendwo ab, Junge. Komm, gib das Ding her, ey. Hey, hilf mir doch, Junge! Gut. Oh, und Level up. Das wollte ich jetzt noch nicht, aber ja. Okay. Ich bin jetzt noch bei der Ausgrabung, aber lass mal gucken. Stufe 50. Ich habe eine Kiste bekommen. Okay. Ich habe Talentpunkte. Ah, jetzt, okay.
Einfach zweimal Verschmelzung möchte ich gern zweimal wirken. So, jetzt habe ich auch eine Kiste bekommen, Leute. Okay. Ein Item. Und Neonmarke. Ja, schön. Gut. Und wir wollten jetzt hier noch. Komm, das machen wir jetzt noch. Wir haben jetzt super ein Schlachtfeld gewonnen. Jetzt graben wir hier noch einmal aus. Und dann machen wir einen Cut. Das wird, ich weiß, das wird eine mega lange Folge, aber das machen wir jetzt einmal. So, nochmal untersuchen. Da, guck mal, das läuft doch. 1950 Erfahrung für das Ausgraben? What? Okay. Also Leute, ich bin jetzt auf Maximalstufe, die man nach Einführung der Erweiterung hatte. Das heißt, wir gehen jetzt direkt Richtung Shadowlands in der nächsten Folge. Aber wir machen das jetzt erstmal fertig hier. Tut, hier seht ihr auch rot, oder? Rot heißt, das ist ein langer Weg. Jetzt nehmen wir hier mal einen langen Weg. Jetzt gucken wir nochmal. Das ist bestimmt gelb. Ja, gelb da vorne. Sollen wir einen kleinen, mittellangen Weg nehmen? Jetzt ist grün. Jetzt ist hier sicher auch gleich irgendwo. Das Fragment. Oder auch nicht. Da ist es. So, ich glaube, zwei brauchen wir noch, oder? Aber guckt euch das an. 2000 Erfahrung für so einen Mausbuddel. Das ist ja geschenkt, oder? Das nehmen wir ja mit. Nochmal an der gleichen Stelle, oder wie? Sieht fast aus. Da war doch vorhin schon eins. Ja, tatsächlich. Gleiche Stelle. So, Leute. Eins noch. Der sagt uns gerade mal gar nichts. Ja, hier vorne. Nicht weit. Nochmal ein Stückchen. Da. So, und jetzt gucken wir mal. Warte mal, ne. Archäologie, das. Wo ist das denn? Sekunde, Leute. Im Buch. Genau, da. So. Jetzt haben wir Zandalari. 57 schon. Ja, gut, ich habe da halt vorher auch schon was gemacht. Mit meinem Account, oder? Das ist Account gebunden. Okay, gut, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Jetzt sehe ich, da haben wir gerade noch zwei Kräuter. Oder? Nee, das ist noch ein Fund, ein archäologischer Fund. Und da sind ein paar Kräuter. So, jetzt mache ich eins. Jetzt nehme ich einen Ruhestein nach Orgrimmar. Verkauf alles, was wir im Inventar haben. Wir haben übrigens immer noch da über 1000 Gold. Verkauf alles, was wir im Inventar haben. Und danach machen wir weiter als Tank in der Shadowlands Erweiterung. Das wäre es für diese Folge. Ich weiß, es ist ein bisschen länger gegangen, aber war doch ganz gemütlich. Bin gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr mal was Bestimmtes sehen wollt auf dem Kanal, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Gern könnt ihr mir auch ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keins von den Videos mehr. Gerade wo es jetzt Richtung Shadowlands geht. Also, viele Grüße vom Spielhorst. Macht's gut.